Hallo ihr Lieben, Hallo. willkommen im Würfel und Zucker. Ich sitze hier mal wieder mit der entzückenden Anni und ich weiß jetzt schon, dass dieses Video ziemlich viele Klicks kriegt. Unsere Videos sind wirklich sehr beliebt. Weil wir zusammen einfach im Traum sind. Wir sind richtig toll. Ja. Bam. So, wir haben ein neues Spiel für euch. Stellt euch das mal vor. Und es heißt... Lumicora. Ja, und das steht auch hinten hinter uns und das ist tatsächlich das Finale, wie das aussieht, so mit Pegasus-Logo. Und das andere ist noch die Pre-Production-Copy, die Annie gerade in die Kamera gehalten hat. Ja. Und es gibt eine kleine Besonderheit bei Lumicora. Also es gibt viele Besonderheiten, aber die eine Besonderheit, die würde ich euch jetzt gerne zeigen, das geht aber leider nicht. Also stellt euch vor. Aber wenn dieses Video online geht, dann wird es auf unserem Account, dann schalten wir das zeitgleich, was das Spiel für eine Besonderheit hat. Aber ich darf es trotzdem sagen, oder? Trotzdem, ja. Also wenn ich jetzt das Licht ausmachen würde hier, dann würde das leuchten. Das hier. Das würde im Dunkeln leuchten. Das finde ich schon ziemlich sexy irgendwie. Und an der Seite glaube ich auch, ne? Die Seiten auch. Genau. Also das richtig. Alles hier. Also wenn ihr es im Regal stehen habt, dann könnt ihr es auch im Dunkeln nicht verfehlen. Wofür auch immer es gut sein mag, aber... Warum ist das so? Weil es um fluoreszierende Korallen geht. Ach, guck mal. Ja, haben Sie sich was bei gedacht? Ja, deswegen heißt es auch Lumicora, also Lumi für Licht und Cora für Coral. Ne? Und das ist ein Spiel von der ganz wundervollen Rita, die eigentlich auch heute dabei sein sollte, aber wegen technischen Schwierigkeiten. Ja, Frauen und Technik, Kommentare bitte in die Kommentarspalte. Ne? Immer gern gesehen. Oder auch einfach nicht. Unsere Stärken liegen vielleicht woanders. Ich war früher mal ganz gut in solchen Sachen, aber ich habe hier so ein Windows-Setup und der wollte alles nicht. Und ich glaube, ich muss mal einfach diesen Rechner neu machen. Und ich vielleicht wird anschließend alles besser. Ja. Ja. So, aber zurück zum Spiel. Mhm. Es ist ein Plättchenlegespiel für 2 bis 4? 1 bis 4? 2 bis 4. 2 bis 4 Spieler. Und das ist ein Plättchenlegespiel, was nicht so ganz super leicht ist, finde ich. Also die Regeln sind nicht kompliziert, aber das gut zu spielen und viele Punkte zu machen, ist durchaus eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Und also als ich die ersten Male es gespielt habe, habe ich sehr viel nachgefragt. Das haben wir, natürlich ist es da, waren die Regeln noch ein klein bisschen anders als jetzt, aber es ist auf jeden Fall an der Grenze zwischen Familie und Kinder eher Richtung einfaches Kennerspiel. Genau, es ist wunderschön. Illustriert ist es zufällig von Annika Heller. Zufällig. Ja. Und wir zeigen euch mal, wie das Setup für 2 Personen aussieht. Genau. Das sieht nämlich so aus, da haben wir hier in der Mitte haben wir so eine Wertungstafel und hier haben wir jeder unser Korallenriff und das ist die Marktauslage. Und was ich besonders gut finde an diesem Spiel ist, wir haben hier so die Plättchen, die mal nachgezogen werden, die können auch einfach in so einem Stapelwust liegen. Beziehungsweise wir haben ja auch einen Beutel, theoretisch können die auch in dem Beutel sein. Und was ich besonders gut finde, also Props dafür, ist, dass man, wenn man 3 oder 4 Spieler ist, spielt man mit mehr Plättchen. Und ich finde das ganz toll, dass die hinten markiert sind, sodass man also wirklich mit einem Blick sehen kann, schon bei den Plättchen hinten, ob diese Plättchen mitspielen oder nicht. Und man nicht vorne irgendwo so eine kleine Sache suchen muss, sondern das finde ich sehr, sehr übersichtlich gemacht. Ich bin großer Fan und da kann sich vielleicht der ein oder andere Verlag, wenn das machbar ist, eine Scheibe von abschneiden, die hinten zu. Manchmal haben wir ganz gute Ideen. Ja. Da kommt jetzt übrigens noch ein Spiel dieses Jahr von uns, was auch das so macht. Also das klappt natürlich nicht bei jedem Setup und nicht bei jeder Spielart, aber ich glaube, es gibt Spiele, viele Spiele, bei denen wäre das so möglich gewesen und man hat es nicht gemacht. Und hier ist es so und das finde ich echt ziemlich, ziemlich großartig. Schön. Hervorragend. Gebe ich weiter. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer von uns die Idee hatte. Ja, aber gut. So, zurück zum Spiel. So sieht das Spiel aus und ich habe hier den Start-Oktopus, der auch besonders schön ist. Das ist ein schönes großes Holzteil. Dieses Spiel ist plastikfrei, das heißt, es sind alles Holz- und Pappteile und innen drin ist so ein Beutel. Genau. Genau.
So, und wir haben hier unser Korallenriff. Und dieses Korallenriff hat von Anfang an schon eine Grundstruktur aus Kalkstein, die so groß ist. Denn, wie man vielleicht weiß oder auch nicht weiß, Korallen siedeln sich eben an auf kalksteinhaltigen Sachen. Und wenn man Korallenriffe nachbauen will, dann muss man auch entsprechend mit Werkstoffen. Es gibt ja inzwischen viele Leute, die Korallenriffe bauen. Ich habe das auch festgestellt Es bei ist der mega cool. Bildrecherche. Ja, es ist mega cool, Ja. dass wirklich ganz viele Organisationen am Wiederaufbau von Korallenriffen, und die arbeiten dann halt auch mit Kalkstein, teilweise mit 3D gedruckten Und ich Kalkstein. glaube auch, dass Kalkstein, ich bin mir da nicht ganz sicher, ich bin keine Biologin, Ja. aber Kalkstein besteht, glaube ich, auch irgendwie aus toten Korallen, auf denen das dann, oder die Das. Korallen wachsen auf den Aber toten googelt das Korallen. mal. Es Googelt ist das spannend, mal. auf Es jeden ist auf Fall. jeden Fall relevant. Denn auch hier können wir unsere wunderschönen Korallenplättchen nur dort anlegen, wo schon Kalkstein ist. Und hier haben wir noch eine größere Wasserfläche. Wir können im Laufe des Spieles hier mehr bauen, aber dafür brauchen wir Kalkstein. Den Kalkstein haben wir hier liegen. Das sind so Kalksteinhäufchen, so kleine Kalksteinhäufchen. Und zwischendurch im Spiel können wir Kalksteinhäufchen hier uns hinlegen. Und wenn wir dann Korallen auch auf dem Wasserbereich bauen wollen, müssen wir entsprechend Kalksteinhäufchen abgeben. Das schon mal so vorab. Grundsätzlich ist es so, dass wir über 10 Runden spielen. Dafür ist die Rundenschildkröte hier oben. Wir sind jetzt in Runde 1 und jeder ist einmal im Zug. Und wenn ich am Zug bin, habe ich eine von drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist einfach, eine von meinen Plättchen, die wir hier schon haben, die Korallenplättchen, in diese Auslage, in die Marktauslage reinzulegen und zu sagen, ich nehme mir so viel Kalksteinhäufchen dafür, wie diese Zahl besagt. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre einfach, eins von meinen Plättchen anzubauen in meiner Korallenfläche. Also ich könnte zum Beispiel jetzt durchaus so das anbauen, wenn ich das möchte. Und die dritte Möglichkeit, was meistens die beste Möglichkeit ist, ist, dass ich eins von meinen Plättchen in die Auslage lege, also zum Beispiel dieses hier. Und dafür darf ich mir aus dieser Auslage jetzt von einer anderen Farbe, als ich reingelegt habe, bis zu drei Plättchen nehmen. Das würde ich hier dann machen und darf die dann anbauen. Also habe ich quasi einen abgegeben und zwei eingetauscht, das ist schon mal gut. Und die würde ich jetzt hier mal versuchen einzubauen. Also zum Beispiel so und so würde ich sie so einbauen. Ich könnte an dieser Stelle tatsächlich sogar schon in die Höhe bauen, denn in die Höhe bauen darf man immer dann, wenn A kein Teil in der Luft hängt, wenn man B zwei Plättchen überbauen kann und wenn man C mindestens ein gleichfarbiges überdeckt. Das heißt, ich hätte diese Möglichkeit, das hier hinzubauen, weil ich überdecke hier pink. Dass das nicht pink ist, ist okay. Oder ich könnte das auch so hinbauen. Oder ich könnte das auch so hinbauen, das wäre ziemlich dämlich. Aber eine Möglichkeit, warum das dämlich ist, dazu kommen wir gleich. Ich entscheide mich aber tatsächlich, das daneben zu legen. Aber vielleicht ist das gar nicht so klug. Na komm, ich mach mal so. Ich mach mal den. Ich mach mal so. So. Jetzt ist Anni dran. Und ich tue auch eine Auslage in die Mitte und nehme mir zwei, ähnlich wie du. Und ich bin vor dem gleichen Problem, weil wir jetzt eine sehr, sehr ähnliche Situation haben. Aber ich entscheide mich, Genau. die So. unten zu lassen. Jetzt ist tatsächlich eine komplette Runde vorbei und jetzt werden erstmal Dinge getan. Also erstens, wir füllen unsere persönliche Auslage auf, indem wir einfach ein Ding hier haben. Sollten hier weniger als drei Plättchen liegen, wird dort aufgefüllt und zwar auf 4. Bei weniger als drei wird aufgefüllt auf 4. Bei Bei weniger weniger als als 4 vier. wird aufgefüllt auf 4. Das ergibt doch Und deutlich mehr Sinn. genau, und wenn da mehr Genau. liegen, dann Dann wird sind nicht mehr. aufgefüllt. Genau. Dann fragen wir uns jetzt noch gegenseitig, möchtest du eine Wertung machen? Nee, möchte ich noch Ich nicht. möchte auch noch keine Wertung machen. Und dann geht die Schildkröte einen Schritt nach vorne, und zwar ist es die Rundenschildkröte.
Nun ist es so, dass die Wertungen, wir dürfen im Laufe des Spiels, dürfen wir jede Koralle Farbe, und es gibt 4 verschiedene Korallenfarben, dürfen wir genau ein einziges Mal werten. Und zwar werten wir die Zahl, die kleinste Zahl auf der niedrigsten Ebene. Nee, wir werten die kleinste Zahl auf jeder Ebene. Auf jeder Ebene. Das heißt, du würdest jetzt gerade 6 Punkte bekommen. Ich würde 6 Punkte bekommen, das wäre ja gar nicht so doof. Sieht man von oben jetzt natürlich mit den Ebenen nicht so gut. Wenn man davor sitzt, sieht man das schon sehr gut. Genau, dieses hier ist tatsächlich schon auf einer Ebene höher. Das heißt, ich könnte jetzt schon 6 Punkte kriegen, was gar nicht so blöd ist. Und je früher man wertet, desto mehr Kalkstein bekommt man dazu, genau, den wir ja brauchen, denn um unser Wasser zu vergrößern. Denn wenn man in Runde 1 bis 4 wertet, dann bekommt man automatisch 4 Kalksteine. In 5 bis 6 bekommt man 2. 5 bis 7. 5 bis 7 und in 8 und 9 bekommt man einen Kalkstein. Und in Runde 10 wertet man am besten nochmal, weil sonst ist die Farbe verloren quasi. Genau. Die Farben sind übrigens tatsächlich für farbsehschwache Menschen geeignet. Also erstens, die Farben an sich sind gut gewählt, und zweitens haben wir natürlich auch Strukturen. Das heißt, die Pinken sind so ein bisschen, sehen fast ein bisschen mehr aus wie Blütenblätter. Ich finde, die sehen aus wie eine Ansammlung von kleinen Heidelbeeren. Diese sehen aus wie so Flutschfinger irgendwie. Und dann haben wir noch die Grünen hier, die sehen so aus wie so ein Bambusstrauß von oben. Das ist eine wilde Beschreibung, ich finde die sehr schön, aber wir haben... Tatsächlich habe ich bei denen, bei den Blauen, ein bisschen Angst gehabt, dass Leute mit dieser, wie heißt das, Trichtylophobie, mit diesen löchrigen Sachen, wenn das jemand von euch hat, könnt ihr ja mal sagen, ob das hier, warte mal, wo sich denn halt. Trichtylophobie, warte mal, du musst es so musst du es hochhalten. Wie heißt das? Wie heißt die Phobie? Ich gucke es gleich nach. Aber ob das bei euch zutrifft. Die Phobie vor Dingen mit Löchern? Vor so vielen kleinen Löchern. Ach so, gut, okay, krass. Okay, ich habe kein Internet hier unten im Keller. Gibt es da viele Menschen, die da... Ich glaube, das haben relativ viele Leute. Ach, ja, das sind so bestimmte so Gesteine und so, wo da Schwierigkeiten da sind. Ich hoffe, dass das auf niemanden zutrifft. Ich habe versucht, es möglichst nett aussehen zu lassen. Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass es auch Korallenarten gibt, die so oder so ähnlich aussehen. Also das ist schon nah an dem, wie man auch Korallenarten finden kann im wahren Leben. Genau, aber die Farben sind natürlich nicht passend, weil die müssen auf irgendwie Sehschwächen auch abgestimmt werden. Und was ja immer ganz spannend ist für uns als, sage ich mal, Normalsehende, was immer normal auch ist, aber ist jetzt zum Beispiel hier das Blau und das Grün oder das Lila und das Grün relativ nah aneinander. Aber tatsächlich ist... Ja, die Ebene, die schwierig ist, sind ja immer Rot und Grün in erster Linie. Und genau. Da kann ich ja mal hier meine tolle App starten, wo danach immer alle fragen, welche das ist. Das ist die App CV Simulator. Die halte ich hier mal drüber. Das ist normal. Das ist normal. Das haben wir, hier haben wir schon eine Farbsehschwäche, und auch da sieht man schon, dass die unterschiedlich genug sind. Das sieht man da leider nicht, warte. Ach so, warte. Sorry. Ich lege die mal so nebeneinander. Genau. Vielleicht. So. Das, was uns immer wichtig ist, ist, dass wenn Farben mit einer Sehschwäche nah aneinander sind, wie das Rot und das Grün hier zum Beispiel, dass dann die Struktur bei den beiden besonders unterschiedlich ist, genau, dass man das schnell erkennen kann, auch wenn die Farbe schwierig ist. So, und ich kann noch mehr, wo ist denn, wo sind sie hier? Da und da. So, da haben wir alle, da haben wir die normale und die ganzen Farbsehschwächen alle nebeneinander eingeblendet. Und ich glaube, man kann ganz gut erkennen, dass es immer Unterschiede gibt. Also ich glaube, so das krasseste, ähnlichste ist noch diese hier, wo die beiden... sich noch relativ ähnlich sind, aber ansonsten muss ich sagen, ich finde es immer ganz gut, wenn Verlage wenigstens versuchen, da drauf zu achten. Und in dem Fall war es ja sowieso, sag mal, zweitrangig, weil die haben eh unterschiedliche Strukturen. Die Strukturen, genau. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man es auf den ersten Blick auch schon ganz gut erkennen und zuordnen kann. Wir geben immer unser Bestes. Es ist aber mit so vielen Farben oft nicht so leicht, und ein
Special Skill, den man erstmal aufbauen muss. Ja, vor allen Dingen kannst du ja, wenn du Korallen hast, die sollen ja auch schon bunt und farbig sein. Ja. Du könntest natürlich sonst auch noch mit einem Grauton arbeiten oder... Ja. Ja, aber das wollen wir ja nicht, weil Korallen sollen schon auch farbig sein. So, genau. So, das war der Exkurs. Das war der Exkurs Farbsehschwäche. Die erste Runde ist vorbei. Wir haben beide gesagt, wir wollen nicht werten und dann würde es einfach weitergehen. Und wäre ich jetzt wieder dran, nachdem wir aufgefüllt haben? Ja, oder, du bist ja? jetzt wieder dran. Okay, dann würde ich jetzt wieder Dinge tun. Und zwar würde ich, glaube ich, das ist doch doof hier. Was hast du mir denn da hingebaut? Vielleicht hätte ich doch werten sollen. Oder du nimmst einen aus deiner Auslage. Ich nehme den aus meiner Auslage und baue den hier hin. Jetzt hat Silke eine blöde Situation, weil wenn sie jetzt, egal wann sie wertet, eine von diesen beiden Zahlen wird sie verlieren. Weil sie wird immer nur die niedrigste in einer Ebene verlieren. Ja. Und wenn man 4 und 5 in einer Ebene hat, ist das schon sehr genau, deswegen habe ich das natürlich auch nicht gemacht. Da hat sie nicht bin gemacht. Ja clever. Wenn ich eine neue Farbe anfange, diese Farbe habe ich hier noch nicht, dann muss die immer auf der untersten Ebene angefangen werden. Genau. Das ist jetzt gar kein Problem, weil ich habe hier noch Kalkstein und ich lege die jetzt einfach mal, das ist doch alles doof hier, ich lege die jetzt einfach mal so hin. So, jetzt habe ich aus meinem Ding, du bist dran. Eben auch noch ein Hinweis zu deinem ersten Zug. Wenn du das hier überdeckt hättest, dann hättest du dir quasi auch die Bodengrundlage für grün genommen und hättest dann gucken müssen, dass du das wieder woanders irgendwo anfängst. Klar. So, was mache ich jetzt? Ich gehe... Also ist echt blöd, wenn wir jetzt nichts aus der Mitte nehmen. Ja, dann, passiert auch nichts. Passiert auch nichts. Das ist ein bisschen doof. Ja. Kannst du ja ein bisschen Kalkstein holen. Ja, ich mache tatsächlich immer Kalkstein. Mal ein bisschen Kalkstein. Ja, ausgerechnet mit dir? Ja. Ah, okay, interesting. Ich glaube, wir ja 4 Stück haben. Ja, alles klar. Cool, damit ist Runde 2 vorbei. Wir füllen wieder auf. Das hier geht relativ zügig durch. Hier liegen genug Sachen. Wir gehen einen weiter. Anni, möchtest du werten? Nein. Natürlich nicht. Ich möchte... auch immer noch nicht werten, glaube ich. Aber also so es ist halt alles so doof. Einschätzung ist immer so, wenn man rund um 10 von der Farbe hat, dann ist immer schon ziemlich gut. Genau, ich bin jetzt wieder dran und ich lege jetzt einfach mal diesen hier in die Mitte und nehme mir alle von einer Farbe, nämlich diesen hier, und tue den hier hin. Nicht schlecht. Ich nehme natürlich das, was ich mir eben schön vorbereitet habe. Ja. Und die beiden hol mir jetzt die beiden. Natürlich ist mehr, man nimmt sich mehr Dinge aus der Mitte weg, wenn mehrere Leute mitspielen. Das ist ja ganz klar. Da ist in der Mitte auf jeden Fall deutlich mehr, dass da Sachen reingelegt werden und weggenommen werden und so. In einem Zweierspiel kann man sich selber auch Sachen vorbereiten. Also das, was Anni eben gemacht hat, dass sie Orange reingelegt hat, damit sie gleich mehr Orange kriegt. Das war ziemlich wahrscheinlich, dass das klappen wird, weil ich ja noch gar nicht auf Orange gehe. Also ich finde tatsächlich das auch ein bisschen spannender, wenn man mit mehr Leuten spielt, als wenn man das nur zu zweit spielt. Es geht, es ist gar keine Frage. Man kann das natürlich von Anfang an eher konfrontativ, dass beide eben versuchen, sich gleichzeitig die Farben wegzuklauen und das nicht so, aber aber egal. So, jetzt haben wir den nächsten Zug, also wir sind jetzt schon, das war Runde 3 und wir füllen wieder auf und es wird wieder gefragt, möchtest du werten? Und ja, ich möchte werten und ich werte blau und ich werte blau mit 10 Punkten. Ich habe hier eine 5 auf der untersten Ebene und hier eine 5 auf der Ebene darüber. Wenn man gewertet hat, dann ist auf der Rückseite des Wertungsplättchen eine Qualle in der entsprechenden Farbe. Mhm. Und die darf man, wann immer man möchte, in seinem Zug einlösen und darf, bevor man etwas anderes macht, einmal die Auslage komplett austauschen. Mhm. Genau. So, und da ich jetzt gewertet habe, gehe ich 10 Schritte vor mit meinem wunderschönen petrolfarbenen Fisch. Und weil ich noch in den ersten Runden gewertet habe, kriege ich 1, 2, 3, 4 Kalkstein, die ich mir hier so mal hinbaue. So, zack. So, dann kommen wir schon zur nächsten Runde und ich bin schon wieder dran. Und ich lege mal eine rein.
und nehme mir... Das ist auch doof. Nee, komm, ich mach das so. Ich leg dir diese rein. Mhm. Das ist auch doof. Nee, ich leg dir diese rein. Okay. Und nehme alle von dieser Farbe und gucke mal, wie ich die hier so angebaut kriege. Aber ich habe ja jetzt Kalkstein und kann entsprechend schon ein bisschen mehr Dinge tun. Ich glaube, ich möchte gerne einen Kalkstein ausgeben, um den hier hinzulegen. Da das Wasser, gebe ich einen Kalkstein ab und dann lege ich den mal so drauf. Zack. Was mache ich jetzt? Gar nicht so leicht. Aber ich nehme mir den einen gelben und starte mein Krabbenimperium. Ja, sehr gut. So, möchtest du werten? Nee. Immer noch nicht? Nee, okay, cool. Ich weiß. Aber wir sind schon in Runde 4, ne? Wir waren schon in Runde 4. Ja, ja. Nee, das ist jetzt Runde 4. Nee, wir waren schon. Das war jetzt schon Runde 4. Mhm. Ich habe vergessen, die Schildkröte hinzutun. Nee. Wirklich? Ja, ich habe sie gesetzt. Ich habe in Runde 3 gewertet. Das ist jetzt Runde 4. Das ist jetzt Runde 4. Du kannst jetzt werten. Ich möchte nicht werten. Okay, cool. Dann, ich werte auch noch nicht, natürlich nicht. Und jetzt kommt nämlich Runde 5 schon und es gibt weniger Kalkstein zum Werten. Hm. Und ich bin dran und ich mache Folgendes. Ich werde, unglaublicherweise, werde ich diesen hier selber verbauen und verbaue den hierhin. Ui. Ja. Uiuiui. Das kann ich bei dir auch ein. Ja. Vielleicht ändern wir die Regeln nochmal. Nee. Ich gebe alle ab, um deine Auslage zu bekommen. Nichts gibt's. Nichts gibt's. Okay. Dann kommt das hier in die Mitte und ich nehme mir die beiden blauen und baue den hier ein und dann gehe ich in die Höhe. Guess what? Ich werte pink. Mit 13. Das ist echt gut. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Da muss man ja auch hier... Du wertest nicht? Nein, ich werte nicht. Wow. Krass. Okay, also was ich gewertet habe, kriege ich jetzt natürlich in der Runde nochmal 2 Kalkstein. Das läuft richtig gut bei dir, Anni. Ja, ich ziehe auch nur Blödsinn nach. Ja. So, ich habe pink schon gewertet. Ich kann pink nicht mehr werten. Das heißt, diese pinken Sachen sind für mich eigentlich relativ Banane. Aber deswegen kannst du theoretisch deine Quallen einsetzen. Ich könnte theoretisch meine Quallen einsetzen. Was aber auch noch interessant ist, ganz am Ende des Spiels bekommt man Punkte. Und zwar ist das alles, was hier abgebildet ist, dafür gibt es am Ende des Spiels noch Punkte. Es gibt nämlich am Ende... Ja, der lag auf 23. Am Ende des Spiels gibt es noch Punkte für Tiere. Und zwar, wenn du eine Muschel hast, kriegst du 0 Punkte. Bei 2 kriegst du schon 1. Das heißt, je mehr Muscheln du hast, desto gut. Das gleiche haben wir mit den Krebsen, nur dass du schon für den ersten Krebs Punkte bekommst. Dann haben wir Seepferdchen, die sind tatsächlich auch bepunktet. Und am tollsten sind die Seesterne. Du hast da immerhin schon einen Seestern. Ich irgendwie noch nicht. Und dann gibt es noch Punkte für die Mehrheiten. Und zwar derjenige, der die meisten einer Farbe hat, bekommt am Ende. Der am die Ende meisten sichtbaren Spiels, genau. Am Ende hat. Das heißt, wenn man eine Farbe früh wertet und sie potenziell überbaut, dann kickt man sich da raus, hat aber vielleicht vorher schon ordentlich Punkte gemacht. Und genau. So, und ich möchte jetzt Folgendes tun. Ich möchte jetzt... den da reinschmeißen. Ach, das, das ist doch... Ach so, nein. Gelegt ist gelegt. Wiederholen ist gestohlen. So, den tue ich hier hin. Und den tue ich hier hin. Und weil ich da 2 neue Wasserfelder habe, gebe ich 2 Kalkstein ab. Okay. Ich nehme natürlich schweren Herzens diese 5. Ja, genau. Dann kannst du nämlich endlich mal werten. Dann kann ich endlich mal werten. Du wertest orange mit 12. Gelb, genau, mit
Ja. 12. Gelb, orange, genau. Ja, dann setze ich mal 12 weiter. Ich werte nicht. Wir füllen auf. So. So und so. Genau. So, und das ist alles Grütze. Ich glaube, ich möchte Folgendes tun. Ich möchte eine meiner Quallen benutzen und einmal die Auslage wechseln, bitte. Kommen die erst zurück in den Beutel, oder? Die kommen weg, ja. Ja, okay. So, es ist jetzt bestimmt viel besser. Siehst du? Siehst du wohl. Fast viel besser. Oh, oh. Gut, aber das macht alles gar nichts. Ich tue den hier rein und nehme mir die beiden. Sind jetzt und, in Runde 6 oder 7? In Runde 6. Deswegen ist übrigens, falls ihr euch fragt, warum dieser Oktopus so riesig ist. Der ist dafür da, dass der Mensch daran denkt. Genau, der ist dafür, dass die Person der Chef-Oktopus ist und Bescheid sagt, wenn alle dran waren. Das ist bei 2 Spielern, geht das natürlich sehr schnell. Aber wenn man zu 4 spielt und alle dann ein bisschen grübeln und puzzeln und überlegen, dann ist das ganz gut, wenn man eine klare Markierung hat, an welcher Stelle quasi die Runde beginnt und endet. Und da brauchten wir was Deutliches, weil das... So, das ist alles Mist. Einen Kalkstein habe ich hier schon in der Hand. Der geht weg. Und... Darf ich nicht, das darf ich nicht. Ja, ist doch alles Mist. Why is that so bad? Warum? Ich müsste jetzt diese 5 überbauen. Das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Ja, komm. Dann mache ich das. Es ist schon nicht unknifflig. Also die ersten Male, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die Legeregeln schon mal so nochmal zusammengefasst haben. Ja, also man darf halt neue Farben nur unten anfangen und man darf nur dann überbauen, wenn mindestens eins die gleiche Farbe hat. Das heißt, ich könnte das hier nicht hinbauen, weil das hier nicht die gleiche Farbe hat. Ich könnte das hier hinbauen. Dann würde ich aber diese wunderschöne 5 überbauen, was ich nicht so ganz so gerne mache. Außerdem darf man nicht einfach deckungsgleich drauflegen. Genau, ich darf nicht einfach so bauen. Das darf ich nicht machen, also übers Gleiche drauf. Und natürlich darf man auch nicht schräg runterfallen, kippen. Ich könnte natürlich jetzt das so machen, dann mache ich mir aber die 3 in der untersten Ebene kaputt und alles. Und die Krabbensammlung. Es ist alles doof. Also insofern mache ich das jetzt... Ich weiß das auch nicht. Ich glaube, was habe ich jetzt eben gemacht gehabt? So habe ich das gemacht gehabt. Ja. So. Und habe meinen Kalkstein auch schon dafür abgegeben. Deswegen, es ist alles eigentlich nicht schwer. Ja. Aber es ist echt knifflig, sich ein gutes Korallenriff aufzubauen. Genau. Und sich nicht... Weil es gibt so viele Möglichkeiten zu werten. Und wir zeigen euch das gleich dann auch nochmal, wenn wir entscheiden, dass wir aufhören. Genau, wir hören jetzt gleich auf. Ich habe gewonnen. Ja, aber wir spielen, glaube ich, nicht das ganze Spiel, aber ihr seht schon, dass man immer mal wieder wirklich Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden, was tue ich in die Mitte, was gebe ich ab, um was zu nehmen, um was wohin zu tun, will ich am Ende noch eine große Farbfläche behalten, eine große Farbfläche von etwas zu behalten, was ich früh gewertet habe, wie funktioniert es mit den Wertungen und so weiter und so fort. Und wie Anni schon gespoilert hat, es gibt noch, also wenn das für euch zu leicht sein sollte, wenn ihr sagt, so kein Problem, gibt es eine Rückseite. Das ist die Vorderseite. Das ist die Rückseite vom Spielplan. Und da hat man den Kalkstein nicht mehr zusammenhängend. Und wenn man den Kalkstein hier drüben nicht bebaut, dann gibt es Minuspunkte am Ende des Spiels. Also die außenliegenden Koordination ist. Genau. Ja. Und nicht nur das, sondern es gibt auch noch eine andere Wertung. Und zwar geht es da in erster Linie um die Tierwertung. Ja. Und da ist es so, dass Tiere dann abhängig von dem gewertet werden, wie sie gebaut worden sind. Also die Muscheln wären in dem Fall zum Beispiel, die wollen am Wasser wohnen. Die Krabben wollen auf einer Ebene sein. Die Seepferdchen wollen quasi in der Höhle sein, mit höheren Ebenen drumherum. Und der Seestern will erhaben sein mit tieferen Ebenen um ihn drum. Das gibt dem Spiel eine komplett andere Ausrichtung, ja, weil man dafür auch halt natürlich anders Punkte bekommt.
Und ich finde das gerade, wenn man da die Grundvariante ein paar Mal gespielt hat, finde ich, diese Rückseite also macht mir unglaublich viel Spaß, weil man, genau, das ist die helle und die dunkle Seite in der Anleitung, weil man einfach ganz anders nochmal denken muss und ganz anders reinkommt. Und wenn ihr euch manchmal hier vielleicht wundert, warum die Schachteln zum Beispiel schon ein bisschen abgekrabbelt aussehen oder sich das noch so ein bisschen komisch biegt, das sind unsere quasi Pre-Production-Samples, die sind von der Qualität immer noch nicht so ganz wie das finale Spiel. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass sich das bei euch dann irgendwie wölbt oder die Schachtel sich total schnell abnutzt. Genau. Wollte ich nochmal dazu sagen, weil das war, glaube ich, ein paar Mal schon so. Also, nochmal zusammengefasst, es ist ein Plättchenlegespiel, was nicht ganz so trivial ist. Man muss sehr viele Entscheidungen treffen. Und Analysis Paralysis kann vorkommen. Also Leute, die dazu eine Neigung haben, werden es in diesem Spiel vermutlich auch nicht abgestellt bekommen. Erstens. Zweitens, Interaktion ist ja immer so die Frage, wie viel Interaktion hat denn dieses Spiel? Ihr baut natürlich jeder auf eurem eigenen Korallenriff. Insofern kommt euch da gerade niemand in die Quere, aber die Auslage ändert sich halt ständig und das ist ja abhängig von euren Mitspielern, was sie da reinlegen und was sie da wegnehmen und zu welcher Zeit. Das kann dazu führen, dass das schon recht frustrierend sein kann. Ja, und wenn man das mit der richtigen Runde am Tisch spielt, da wird der Groll gegen die Person, die nur auf sie bei sich geguckt hat und vergessen hat, dass sie der anderen Person gerade richtig in die Karten spielt, kann schon mal, da wird es schon mal ein bisschen lauter. Das Ah, kann. hast du das jetzt da hingelegt? Und jetzt, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen und gut verstehen. Es ist ja ganz oft so, dass man solche Spiele beim ersten Mal erstmal so spielt, dass man nur auf seinen eigenen Scheiß achtet und dann erst später guckt, ja, was machen eigentlich die anderen so? Kann ich denen da vielleicht ein bisschen was in die Suppe spucken und deren Plan versauen? Und ich übernehme jetzt noch mal ein bisschen, was Rita wahrscheinlich erzählt hätte. Es geht nämlich für alle, die sich da noch mal einlesen oder einhören wollen. Rita und ich haben schon ein Interview mit Pegasus, Pegasus auf dem geführt, genau. Pegasus-Kanal, Dem genau. Pegasus YouTube, können wir vielleicht verlinken unten. Ja. Und auf der Pegasus-Website und auch auf unserer Website ist ein Designer's Diary, wo ihr auch noch mal reingucken könnt. Denn das hat nicht als Korallenspiel angefangen, sondern ich glaube mit irgendwie so Samurai-mäßig, also ganz andere In dem Richtung. Interview hat sie gesagt, es waren schon immer Korallen. In dem Designer's Diary sagt sie, ich glaube, es war ganz, ganz ursprünglich mal. Aber seit es so ist von der Ach so, Mechanik und so, waren es ja, Korallen. Die okay. Korallen haben, glaube ich, das ganze Spielprinzip so Ja, aufgebaut. ja. Also ist ganz spannend, was da noch so drin gesteckt hat. Und auch Ja. da sind auch Fotos, wie wir Eckigen von Plättchen. eckigen und Holzplättchen mit Edding drauf zu dem hier jetzt gekommen sind. Ja. Und was auch noch wichtig ist, das ist wieder eine Kooperation mit dem Global Nature Fund, wie auch schon Moorland. Da. Und das heißt, es geht wieder umgerechnet 1 € pro Spiel an den Global Nature Fund. Die unterstützen Renaturierungsprojekte rund um die Welt, unter anderem auch Korallenprojekte. Und deswegen ist auch in der Anleitung wieder ein kleiner Info-Block drin. Und wir sagen immer ungefähr 1 €, weil wir nicht eine Überweisung pro Spiel machen, sondern quasi pro Palette, die wir verkaufen, geben wir eine Spende an den Global Nature Fund ab. Und die unterstützen uns dafür mit Fachwissen und sagen uns, Korallen leuchten nicht, die fluoreszieren. Und wir sagen, ja, okay, also wir versuchen bei den In-Nature-Spielen, weil das auch immer wieder mal gefragt wird, einfach ein bisschen, da geht Recherche rein, dass das so ein bisschen alles Hand und Fuß hat, was wir da machen. Auch wenn man natürlich trotzdem am Ende viele Entscheidungen so treffen muss, dass es fürs Spiel gut funktioniert, versuchen wir da zumindest uns so gut wie möglich Klar, zu also im informieren. Endeffekt hätte dieses Spiel mit jedem Thema fast funktioniert. Es hätte auch komplett abstrakt sein können. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Ich finde es aber nett, wenn man da schon so ein Thema draufsetzt, dass man das dann auch vernünftig recherchiert und guckt, dass es das irgendwie so ein bisschen stimmig ist und die Leute das Thema auch ein bisschen fühlen. Ich Ja. hoffe, das tun Sie. Ja. Und ja. Ja, das war Lumikora und die werden vielleicht eventuell unter Umständen schaffen sie es zur nächsten großen deutschen Convention.
Und Berlin-Con? Ja. Na, da schaffen sie es auf jeden Fall. Da schaffen sie es auf jeden Fall. Also spätestens in Berlin könnt ihr es spielen, aber cool. Die Spiele kommen sehr sicher im Mai. Also es hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Alles klar. Aber im Mai sollten sie da sein. Ja. Und also zur Berlin-Con sind sie dann definitiv da. Ja. Es sei denn... Nein, es ist keine Seiten. Sie sind unterwegs. Wir warten nur darauf, dass sie eingehen. Gab schon einige Dinge, die unterwegs sind und da nicht angekommen sind. Das ist halt, die weltpolitische Lage spielt halt bei so Sachen mit. Man blendet das gerne aus mit Eskapismus, aber es ist manchmal nicht so ganz einfach zu planen. Wir geben unser Bestes und mal klappt es und mal klappt es nicht ganz damit so gut. Damit kann man dann auch schon mal ableiten, ja, sie kommen per Schiff. Ja. Und ja, sie kommen aus Asien. Das stimmt. Weil auch ganz viel von den Spielen, das hatten wir schon mal beim Moorland gesagt, ein kleiner Teil wird in Europa verkauft. Viele Großteile dieses Spieles werden auch in anderen Märkten verkauft und da ist Asien deutlich näher dran. Und man kann nicht eine Produktion, die in Europa verkauft wird, in Europa produzieren lassen und dann nochmal in Asien für die asiatischen Länder und vielleicht Amerika oder so. Das, wenn man für so ein Spiel nicht 80 Euro zahlen will, dann kann man das vielleicht auch machen. Aber das ist tatsächlich alles sehr viel komplexer und komplizierter, als das vielleicht auf den ersten Blick manchmal so aussieht. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Team bei unserem Produzenten bei Longpack und wir arbeiten sehr, sehr gerne mit denen zusammen und geben unser Bestes, das unter den Umständen so nachhaltig wie möglich zu machen. Verschiffen keine halbvollen Container und solche Sachen. Ja. Genau. Und deswegen in Nature heißt nicht, es ist alles made in Germany, aber wenn ihr Holzteile habt, auch in Deutschland produzierten Spielen, kommen zum Beispiel die Holzteile oft trotzdem aus Asien. Es ist nicht so leicht. Wir würden es alle am liebsten alles selbst schnitzen. Natürlich. Aber ja, das klar, funktioniert leider noch nicht. Von daher, wenn ihr da mal Fragen irgendwie zu habt, wir könnten auch mal überlegen, ob wir da mal ein extra Video irgendwie zu machen. So ein FAQ oder so, ja, ne? So ein Online-FAQ, das könnten wir nochmal überlegen, ob vielleicht das interessant ist. Generell zur Spieleentwicklung, muss ja gar nicht nur die Produktion sein, aber Fragen du bist sammeln. Ja jetzt sehr deep. Was kommt jetzt? Sehr deep im Print-Business. Im Deep Print, ja. Genau. Also du weißt auf jeden Fall deutlich mehr. Ich versuche ja auch mal so meine Augen und Ohren offen zu halten und immer mitzukriegen, was für Problematiken es gibt bei so einer Spieleentwicklung. Und da sind ganz viele Sachen dabei, an die normalerweise denkt da kein Mensch dran. Aber wenn du dann davor sitzt und Dinge entscheiden musst als Verlag, dann hast du halt in dem Moment... Und auch ich habe da nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich mache das jetzt zwar seit ein paar Jahren, aber auch ich lerne bei jedem Projekt noch was Neues dazu und will da auch gar nicht das Sprachrohr sein, aber ein bisschen Einblicke kann man natürlich... Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz spannend und ich glaube, das interessiert auch die Leute. Also warum ist etwas so? Warum wird sowas so gehandhabt? Warum macht man das nicht anders? Das hätte doch so einfach sein können. Warum macht ihr das nicht so und so? Also manchmal ist Kritik berechtigt, aber oftmals eben auch sind es Gründe. Und die Gründe, das ist ganz, ganz wichtig, sind nicht nur die Kosten und oft auch nicht mal hauptsächlich die Kosten, sondern die Gründe sind oft einfach Machbarkeiten und da spielt ganz viel rein. Ja. Es ist nicht nur das Geld. Also, Das ist auch ganz lustig, wenn ich so ambitionierte Autoren sehe mit lustigen Prototypen. Denn in meinem Hirn bin ich halt schon bei der Produktion und sage so, ja, wie stellst du dir das vor? Das kriegst du so bei keinem Verlag unter. Das ist vom Kosten-Nutzen also ausgeschlossen. Der Autor sagt dann natürlich so, gut, da muss sich der Verlag mit beschäftigen, verstehe ich auch, aber viele Verlage werden sagen, also bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie das anders geht, damit es überhaupt machbar wird, gibt es genug andere Angebote von Autoren, wo das nicht ganz so schwierig ist, das umzusetzen. Also für alle AutorInnen, die jetzt vielleicht nach Göttingen fahren zum Beispiel, es ist für Verlage immer sehr hilfreich, wenn sich die AutorInnen schon Gedanken gemacht haben, wie so ein Spiel umgesetzt werden kann. Das ist, natürlich müsst ihr nicht die Produktion machen, aber so komplexe Holzspiele sind zum Beispiel teilweise schwierig. Ja, oder so mit drei Ebenen verbaut und so. Ne? Also das sieht dann zwar cool aus im Prototypen, man kann mittlerweile auch unfassbar viel machen. Manchmal macht das auch total Spaß, daran zu arbeiten. Ja, absolut. Aber die Hürde ist
trotzdem ja, ein bisschen höher. Also ich habe, aber ich muss sagen, ich finde gerade so in den letzten 5 bis 10 Jahren sind da unfassbar viele Dinge möglich geworden, von denen ich früher nicht gedacht hätte, dass das so für den Massenmarkt produziert werden kann. Also ja, das finde ich schon, da sind schon großartige Dinge entstanden. Und wir entwickeln uns ja auch die ganze Zeit weiter. Und auch die Hersteller entwickeln sich die ganze Zeit weiter. Und es gibt immer wieder neue Leute mit neuen Ideen. Und nicht nur Spielideen, sondern eben auch Produktionsideen. Was echt cool ist. Ja. Ja, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hoffen, ihr habt dann irgendwann viel Spaß mit Lumigora. Genau, ab Mai. Und schreibt einen netten Kommentar bei Rita. Tschüss. Tschüss.